Huhu, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Amnesia, A Machine for Pigs. Ja, leider Gottes habe ich in den letzten Tagen nicht wirklich viel Zeit zum Let's Playen gehabt und das holen wir jetzt gezielt nach und fangen mit der Episode an. Und ja, die Episode fängt schon wieder verdammt scheiße an. Es ist wieder diese beschissene Treppe runter, es ist voll dunkel, die Elektrizität ist ausgefallen und... Oh, oh. Ja, eh klar, das war doch so klar, hey. Die Episode ist 5 Sekunden lang und schon geht da die Scheißtür zu. Okay, wieder. Okay, da ist eine zweite Treppe runter. So, hier könnte ich mich perfekt verstecken. Das glaube ich, werde ich dann auch ausnutzen müssen. Mich würde es da jetzt nur interessieren, von wo jetzt da dieses Scheißschwein kommt. Wow! Alter, das ist nämlich ein fettes Zahnrad. Und schon wieder so ein Scheiß. Leute, das gibt's doch nicht. Okay. Wir merken uns, wenn da jetzt das Licht anfängt zu flackern, dann werden wir, uns schnell verpissen. Okay, gibt es da irgendwas zum Verstecken? Scheint gar nicht mal der Fall zu sein. Okay, ich bin jetzt höchstwahrscheinlich hier unten gefangen mit dem Biest. Aber das Licht flackert nicht und momentan geht es uns zumindest noch gut. So, hier ist wieder Kohle. Wow, schaut euch das Ganze mal an. Das müssen wohl wirklich einige tausend Kilowatt oder so sein, die an Energie da umgesetzt werden. Umgewandelt, müsste man ja quasi sagen, weil man kann ja Energie weder produzieren noch vernichten. Das sollten nämlich an die meisten von euch aus Physik wissen. Oh oh. Oh, scheiße. Ja, hört ihr das? Was? Scheiße, man hört irgendwo das Schwein. Kleiner Tipp: Alle Leute von euch, die Lautsprecher benutzen, werden das meiste jetzt hier eigentlich nicht hören. Also so Hintergrundgeräusche oder so sind mit Lautsprechern fast gar nicht zu hören. Ich setze jetzt mal sehr stark voraus, dass die meisten von euch ein Headset haben werden, wie ich. Vorteilshaft wäre ein 5.1 Headset oder 7.1 Headset noch am besten. Das nur so nebenbei erwähnt. Okay, ich traue mich da jetzt ganz langsam vor. Mache wieder die Lampe an. Ich hoffe jetzt mal, dass der die Lampe ausgeht, wenn da ein Schwein in der Nähe ist. Zumindest, dass das nicht nur gescriptet ist. Viel scheint es hier wirklich nicht zu geben. Ich hoffe nur nicht, dass da jetzt nicht ein Schwein von hinten kommt, weil... Aber ich sehe hier momentan nun wirklich rein gar nichts. Ein Ofen. Und es wird immer leiser, merkt ihr das? Okay, ich tue mich da jetzt wirklich wieder langsam vortasten. Ich hoffe, das ist für euch okay. So, gibt es hier irgendwas? Nee, das ist alles verschlossen. Ein wirklich abgeschlossenes Areal. Okay. Na gut, bleiben wir da hier vielleicht im Schutz. Okay, das ist aber... Oh, fuck. Oh, fuck. Aber ich sehe nichts. Leute, ich sehe nichts. Ich sehe kein Schwein. Mich beunruhigt das aber... Trotzdem, dass da jetzt die Lampe ausgegangen ist.
Alter Scheiße, das wird immer gruseliger. Aber ich kann doch immer wieder das Geräusch eines Schweines wahrnehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt schon komplett verrückt geworden bin oder ich weiß nicht, aber okay, langsam, langsam, langsam. Nerven bewahren. Nicht verrückt werden. Okay. So, ich weiß jetzt leider Gottes noch immer nicht, was ich hier machen soll. Oh, 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 oh. Ja, da muss ein Schwein sein. Man hört, ich weiß nicht, zumindest gilt das mir so, glaube ich, dass ich immer wieder ein ganz, ganz leichtes Grunzen höre. Ja, genau das. Ja, da ist doch hundertprozentig ein Schwein, das patrouilliert. Oh, 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 oh. Alter, wenn das Biss jetzt von hinten kommt, dann bin ich sowas von im Arsch. Oh, da ist es, da ist es, da ist es. Da hat man es ganz kurz gesehen. Scheiße, Mann. Ja, das scheiß Biss patrouilliert. Alter, what the fuck? Scheiße! Und das Ding ist nun wirklich gar nicht so langsam. Shit. So, Dudes. Was ich versuchen werde, ist jegliches Licht zu meiden. Und langsam aber stetig nach vorne zu kriechen. Nur das Problem ist, dass ich hier einen Scheißdreck sehe. Das weitere Problem ist, wenn ich ganz kurz wieder die Lampe einschalte, dann kommt das Viech und es fuckt mich. Nicht aufs Förderband? Nein, no, natürlich nicht. Ich hoffe nur, ich scheue da jetzt wirklich gut genug hin, weil ich kann hier wirklich einen Scheißdreck sehen, Leute. Ich weiß gar nicht, was sich vor mir befindet. Und ich kenne zudem das Areal nicht. Das ist... das ist zudem noch das Schlimmste, geschweige denn die Wege, wo das Schwein patrouilliert. Okay, langsam. Irgendwas. Licht ist hier und das gefällt mir nicht. Oh, fuck. Seht ihr das? Seht ihr das?
Langsam, ruhig Leute. Ruhig Blut, wir schaffen das schon. Ruhig Blut, Leute. Langsam. Immer positiv bleiben. Immer positiv bleiben, verdammt nochmal, habe ich gesagt. So, ich habe jetzt leider nicht den Hauch einer Ahnung, wo dieses Biest ist. Oh, Scheiße, Mann. Da ist er, oder? Nee. Okay, ich habe jetzt jegliche Orientierung verloren. Scheiße. Oh Mann. Oh Mann. Okay, es ist ruhig. Ich weiß nur leider nicht, wo ich bin. Ah, okay, man hätte das anscheinend auch so hier umgehen können. Wow, Scheiße. So, ich habe jetzt wirklich jegliche Orientierung verloren. Ich habe absolut überhaupt keinen blassen Schimmer mehr, wo ich bin. So, ich glaube, das Schwein patrouilliert hier auch gar nicht. Habt ihr das gesehen? Das hatte nur drei Beine. Eins war abgehackt. Aber sehen lassen möchte ich mich von diesen scheiß Dingen auch nicht. Da muss ich da... Achso, da muss ich jetzt runter. Ach, Dude. What the fuck? Wieso kriege ich da jetzt ins Förderband hinein? Ist das wirklich euer Ernst? Der Abstieg geht weiter. Was hat mir diese finstere Stimme aufgetragen? Unter die Kolben, in die Tunnel und zu den Bilgepumpen. Und sollten die Türen verschlossen sein, muss ich für meinen Abstieg einen anderen Weg finden. Ich kann ihn nicht trauen, aber mein Weg ist mir vorgegeben. Diese Geräusche werde ich ignorieren, dieses Schnüffeln, diese schlürfenden Schritte unter mir. Ich werde dem standhalten, was auch immer dort unten lauern mag. Und ich werde sie retten. Scheiße, Alter. Okay, wir tun mal die Lampe ganz kurz einschalten. Oh, komm schon, schon wieder so eine Scheiße hier. Alter, wenn ich da jetzt runtergehe, dann gibt es doch so eine fette Skriptsequenz. Nein, es ist tatsächlich ruhig. Okay, hier gibt es eine Tür, aber die öffnen wir noch vorerst nicht.
Wow, aber es ist hier gerade relativ hell geworden. Okay, schauen wir mal da. 30. April 1899. Die Kiste traf heute Morgen ein und ich ließ sie direkt in die Werkstatt bringen. Der Körper ist bemerkenswert gut erhalten, obwohl er einen leichten, aber dennoch ekelerregenden Geruch von Feuchtigkeit und Verwesung verströmt. Er ist an sich humanoid, hat aber schwere Skelettverformungen erlitten. Der deformierte Oberkörper, der Rückschlüsse auf erhebliche Muskelmasse und Deplatzierung zulässt, wird von Lederbandresten umgeben. Es ist schwierig festzustellen, ob dieser unglückliche barbarischen Operationen ausgesetzt oder deformiert geboren wurde und man Versuche anstellte, seinem krummen Körper etwas mehr Menschlichkeit zu verleihen. Was genau er ist, kann ich nicht sagen, aber ich rieche an ihm die Kugel der Macht und ich vermute, dass mein Großonkel Schuld an seinem seltsamen Zustand trägt. Es ist also möglich. Wir können den Körper zu einem Werkzeug umformen und den Fortschritt von Herrn Darwins Evolution beschleunigen. Hier aber trennen sich unsere Wege. Mein Großonkel experimentiert an Menschen, die aber schwierig zu kontrollieren und von Sentimentalität verdorben sind. Nein! Wir benötigen für unsere Güter eine neue Kreatur, die lokal, schlau, stark und schnell satt wird. Okay. Ja, sie experimentieren da anscheinend an Schweinekadavern herum, aber ja, ich weiß jetzt gar nicht, soll ich da jetzt da unten noch nachschauen, ob es da nicht eventuell irgendetwas gibt? Ich meine, so gesehen könnte mich da jetzt ein Schwein überraschen und... Achso, nein, das sind nur so Hintergrundgeräusche. Ich werde schneller as fuck, als man glaubt. So, kann ich hier rauf? So, ich habe wieder ein Grunzen habe ich wieder vernommen. Achso, nee, hier bin ich runtergekommen. Genau, das erklärt doch das ganze Grunzen von den Schweinen. What? Hört ihr dieses Quietschen? Oh. Okay, nee, scheiß drauf, Leute. Oh, fuck. Ich würde vorschlagen, ich gehe da jetzt mal dezent drauf. Und nehme wohl lieber diese zwei Holztüren, die mir da angeboten worden sind. Okay, die eine ist verschlossen. Fick dich. Alter! Die andere ist auch verschlossen. Okay. So, wir scheinen ja jetzt irgendwo, ich weiß nicht, das sind die ganzen anscheinend die Fabriksabteile und wir scheinen wohl hier zu sein. Das Ganze wird ausgeleuchtet. Ja. Na gut. Scheißegal, hier gibt es eigentlich eh nichts, von daher gehen wir dort wieder weiter. So. So, und 20 Minuten hätte ich jetzt eigentlich Let's Played. Würde sagen, wir machen die Episode etwas länger, da es doch relativ spannend ist und... Ja, dadurch, dass ich gestern nichts hochgeladen habe, könnte es nicht schaden, hier ein bisschen länger zu Let's Playen. So, na gut, hier kann ich eh hoch. Bin aber hierher gekommen. Nee. Das war dort hinten. So, hier haben wir wieder eine Tür und ich höre schon wieder ein Grunzen. Was ich mich nur frage, ist, ob es jetzt wirklich sinnvoll ist, die Lampe eingeschaltet zu lassen. Ah, hahaha. Und aus geht's hier, ne? Ich verbleibe mal im Kriechmodus und ja, das Problem ist, okay, da ist aber eh kein Gang. Aha, dort hinten flackert auch das Licht. Die Tür ist dort offen? Ich glaube es sogar. Okay, hier ist sie natürlich verschlossen. Was ist denn das? Also ein Lift. Ja. Ein Aufzug. So, hier haben wir wieder eine weitere Tür. Chemikalientransport. Gefahr. Höchst ätzend, höchst entzündlich.
Ja, wäre nice, wenn ich da eventuell mich selber da drin transportieren könnte. Werde ich auch höchstwahrscheinlich machen müssen. Okay. Das ist natürlich verschlossen. Ey, Leute, das war doch so klar. Ja. Im Nest der Eier. Drei Penny, Sixpence, Spatzen und Tauben. Schau all die klagende Engel oben, dann wirst du es mir glauben. Kein Vergeben mehr, niemand zu retten, wenn ich's dir sag, denn heute legt Lilly sich rein in ihr Grab. Okay. Also es geht anscheinend wirklich immer tiefer in dieser Fabrik. Und ja, ich hätte ehrlich gesagt schon geglaubt, dass das die Maschine für die Schweine war, eine Maschine für Pigs, die wir vorhin gesehen haben. Aber das muss, weiß nicht, irgendwas anderes sein. Okay, wir fahren da ganz langsam runter. Okay, und hier endet auch unsere Reise. Oh oh, oh oh. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Oh, ich höre ein Grunzen, ich höre ein Grunzen. So. Langsam, Moment. Erst einmal wieder zu sich kommen. Ach du Scheiße. Okay. Nein, nicht schon wieder! Schnell, Mendes, finde den Eingang. Er ist nicht weit. Die Kinder weinen in der Dunkelheit und das Hochwasser steigt weiter. Alter, the fuck. Sabotage. Lediert und böse zugerichtet, aber am Leben. Ich habe die größten Anstrengungen des Saboteurs überlebt. Er und ich sind nun in einen epischen Zweikampf verstrickt. Aber ich werde davon getrieben, meine Familie zu finden. Und ich werde mich durchsetzen. Ignoriere den Wahnsinn um mich herum. Denke nicht über die grausamen, unaussprechbaren Taten nach, die hier begangen wurden. Finde den Weg zu Bilge. Beseitige die Überschwemmung. Befreie deine Kinder. Ja, ein epischer Zweikampf. Natürlich ohne irgendwelche Waffen. Oh, Dude, das schaut doch so verflucht böse aus. Okay, mich hat jetzt so ziemlich innerhalb von 30 Sekunden der ganze Mut verlassen, die Episode weiterzumachen. Ja, ich würde mal sagen, ich mache hier eine Pause. Lade das Let's Play hoch und werde mich bemühen, jetzt heute noch ein zweites zu machen. Hoffentlich geht sich das Ganze aus. Ansonsten bedanke ich mich wieder, dass ihr dabei wart. Und hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es dann wieder heißt Let's Play Amnesia, A Machine for Pigs. Nvidia, signing out.